Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin diese Woche auf Texel unterwegs und ihr fragt euch vielleicht, okay, was macht der Kerl hier? Warum macht er jetzt ein Bike-Video? Eigentlich ganz easy. Ich halte so ein bisschen die Erinnerungen fest und hier in Holland oder Texel fährt man halt viel Fahrrad und dann dachte ich so, okay, fahren wir auch hier gemeinsam ein bisschen Fahrrad. Und jetzt zeige ich euch erstmal das Bike, mit dem ich hier unterwegs bin. Let's go. Aber als allererstes, bevor wir loslegen, muss ich meine Klamotten wechseln. Und zwar muss die Cap muss weg und die Schuhe müssen anders. Und ich habe hier schon was vorbereitet. So. Okay. Jetzt kann es losgehen, ich zeige euch das Bike. Hier ein gutes Gazelle-Rad und ich weiß, ihr wollt es alle sehen, deswegen gebe ich euch als allererstes jetzt mal einen kleinen Bike-Port. Eine Runde fahren sehen. Wir machen auch jetzt gleich eine kleine Tour zum Hafen, aber ich will euch nicht so lange auf die Folter spannen, wie ich auf dem Bike aussehe. Deswegen mache ich jetzt hier eine kleine Runde durch den Garten. Okay Leute, das war eine kleine Runde vorab. Wir machen uns jetzt ready und dann geht's gleich zum Hafen. Auf Texel gibt es übrigens tatsächlich auch einen echten Mountainbike-Pfad. Das heißt hier irgendwie ein bisschen anders, nicht richtig so ein Trail. Das ist so ein bisschen, ja, sehr tretlastig, nicht viel bergab und eigentlich ist der nicht wirklich wert zu zeigen. Ich bin ihn mal ein kleines Stück gefahren in diesem Urlaub, aber ich fand ihn einfach nicht so klasse, dass ich ihn euch hätte zeigen müssen. Wo wir jetzt sind, ist der alte Hafen, so nennen wir den zumindest. Keine Ahnung, ob er wirklich alter Hafen heißt, aber meine Familie nennt den alten Hafen. Und ja, hier stattet man immer einen Besuch ab. Es gibt immer so einen festen Ablauf irgendwie, wie man mal hier alles erkundet und sich anschaut und sich anguckt, was sich in den Jahren so getan hat. Was geht ab, Leute? Ich bin wieder zurück. Ich wollte euch mal hier ganz kurz zeigen. Wir waren gerade noch einkaufen, auch natürlich mit dem Fahrrad. Und hier sind jede Menge Fahrräder. Ne? Also ich habe nicht nur das hier am Start, sondern hier ist noch eins von meinem Onkel. Hier stehen noch so zwei edle Gazelle-Räder und da auch ein Mountainbike. Eigentlich haben wir auch ein Tandem. Aber das Tandem ist nach dem ersten Fahrt, wo wir einkaufen waren, kaputt gegangen. Und seitdem nicht mehr funktionstüchtig. Zwar sind einfach die Speichen gebrochen. Da waren schon drei gebrochen, dann sind wir eine Runde gefahren. Ist der Rest auch gebrochen. Und jetzt müssen wir es diese Woche irgendwann in Reparatur bringen. Ja, auf jeden Fall, man erledigt hier eigentlich alles mit dem Fahrrad. Ihr habt den Hafen gesehen. Und ja, wir haben noch viele Stationen, die wir angucken wollen. Und ich versuche alles so in einem Video diesmal zu verpacken. Das ist übrigens das sexy Tandem. Zieht euch rein. Richtig oldschool. Die sind alle richtig alt, die Räder hier. Das haben schon mein Opa und so mitgefahren. Und yes, oh, wir werden jetzt kurz uns fresh machen gehen. Und dann mit einem Einweggrill Burger machen. Und das sind keine normalen Burger, sondern so Special Burger. Der Verkäufer da hat schon heute gesagt, ja, das sind die besten Burger überhaupt. World famous, hat er gesagt. Jetzt fällt die Tür fast zu. Ja, und das ist dann die letzte Aktion für heute.
Und ja, morgen will Lia unbedingt schwimmen gehen. Bin ich mal gespannt, ob die durchzieht. Also ich ja auf jeden Fall nicht. Mir ist auf jeden Fall viel zu kalt. Yes, ich zeige euch gleich die Burger. Ich gehe mich jetzt eben mal kurz frisch machen. Yo, habt ihr schon mal einen Einweggrill benutzt? Ich tatsächlich noch nie. Wir werden jetzt mal gemeinsam schauen, wie der Hase so läuft. Ist einfach schimmelig geworden. Also die müssen wir auf jeden Fall erstmal entsorgen. Und dann glaube ich, wenn man das hier lange genug abbrennen lässt, dann muss man sich auch keine Gedanken machen. Ja, aber die schimmeligen Dinger müssen wir erstmal entsorgen. Ja, wir haben auf jeden Fall Spiritus im Schuppen und damit werde ich dann das ganze Ding anzünden. So, während der Grill da zugange ist, zeige ich euch jetzt einmal hier die Burger. Die sehen nämlich komplett anders aus als echte, also als normale Burger. Und zwar, normalerweise gibt es die immer beim Markt, wenn man beim Metzger ist und so, aber man kann die halt auch beim Metzger kaufen einfach. Und die sind eher wie so eine Wurst irgendwie, also komplett anders und gar nicht aus so einem Hackfleisch gedöns so. Hier so eine komische Wurst und normalerweise esse ich ja gar nicht so viel Fleisch, aber hier irgendwie schon jetzt im Urlaub. Irgendwie mal ein bisschen was anderes. Ist ja auch nicht schlimm, zu Hause ist mein Haushalt dann wieder vegetarisch, aber hier mache ich eine kleine Ausnahme. Passt schon, gerade so. Ja, jetzt dauert das natürlich 100 Jahre später. Aber gucken wir mal, was das gibt. Oh, die ersten Burger sind fertig. So sehen die jetzt aus. Und das macht man jetzt so. Eigentlich relativ easy. Übrigens in Holland kriegt es einfach jedes Gemüse irgendwie geschnitten. Machst du so ein paar Zwiebeln drauf. Ne? Ein paar. Und dann einfach nur holländische Mayo. Bisschen. Und Ketchup. Bisschen. Bisschen. Und das war's. Das ist dann der Burger. Yes, Leute, das war Tag Nummer 1. Wir sehen uns morgen wieder. Wir lassen es jetzt noch gut gehen und ja, sehen uns morgen früh oder morgen Mittag, irgendwann, je nachdem, wann wir was machen. Bis später. Was geht ab, Leute? Wir sind am nächsten Morgen und ich bin noch ein bisschen am Arbeiten, bevor es dann gleich losgeht und hoffentlich das Wetter was besser wird. Wir fahren heute zum Ecomare, das ist so ein Strand, natürlich mit dem Fahrrad. Und heute Abend steht dann Sonnenuntergang am Leuchtturm an. Da nehmen wir euch auch heute mit. Und ja, ich würde sagen, ich arbeite jetzt hier fix meinen Kram zu Ende. Muss auch von unterwegs später mal ein bisschen besseres Internet suchen, weil hier ist echt nur mit mobilen Datenvolumen. Ohne Internet ist man aufgeschmissen, ne? Also Leute, ja, wir sehen uns gleich auf dem Bike.
geht ab, Leute. Wir sind wieder zurück. Wir waren jetzt noch auf einem Weg eben einkaufen. Und jetzt gleich geht's zum Leuchtturm. Man ist jetzt kurz frisch, kurz duschen und so. Sachen packen und dann ab zum Leuchtturm. Die Sonne geht schon fast gleich unter. Wir können mal zusammen kurz gucken gehen. Mal kurz. Also Sonne ist auf jeden Fall nicht mehr so lange da. Ja. Verschwindet jetzt schon so langsam hinterm Haus und ja, ich gehe jetzt die Bikes einladen, zurück ins Haus und dann gehe ich auch schnell duschen und dann ziehen wir durch. So Leute, wir sind jetzt gleich am Leuchtturm und wir haben jetzt so ungefähr eine Stunde bis Sonnenuntergang. Ich hoffe, wir kriegen ein paar richtig coole Aufnahmen. Ich bin richtig gespannt und vor allem bin ich gespannt, wie viel da los ist. Ich habe weder Portemonnaie, noch Personalausweis, noch sonst irgendwas mit und mit dem Parken ist immer kritisch in Holland. Also darf man eigentlich nicht irgendwo ohne Ticket parken. Deswegen hoffe ich, dass da einfach richtig Tothose ist. Und ja, wir fahren jetzt mal weiter hoch, fast da. Leute, ich hoffe, ihr hört mich trotz Wind, ist ein bisschen windig. Da hinten geht immer noch die Sonne unter. Und ja, ich wollte mich von euch verabschieden. Kleiner Einblick nach Texel sozusagen, ist sozusagen meine zweite Heimat. Ich bin hier irgendwie groß geworden. Immer im Sommer waren wir hier. Boah, jetzt leuchtet der Leuchtturm da oben noch. No. Mal Leute, jetzt leuchtet der einfach noch. Hätten wir das auf eine Aufnahme gehabt, wäre natürlich noch krasser gewesen. Aber wir waren mit Sicherheit nicht das letzte Mal hier, bestimmt nochmal wiederkommen. Ich war jetzt schon echt lange nicht mehr hier, bestimmt 3 Jahre oder so. Und yes, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr das nicht sowieso schon gemacht habt. Und wir sehen uns im nächsten Video dann wieder im Bikepark auf Trails. Und richtige Trails, nicht so Fahrradautobahnen wie hier. Und ja, wir genießen noch unsere letzten paar Tage hier. Und dann geht's zurück nach Deutschland.